Es gibt viele Lebensmittel, die allgemein als gesund gelten. Hier eine Gurke zum Beispiel, die für viele Menschen schädlich ist. Deswegen da rein. Und passen Sie auf, es ist nicht nur eine Gurke. Ich habe hier Tomaten. Auch Tomaten für viele Leute nicht gut verträglich. Das kommt da rein. Und weil es viel Tomaten gibt, noch mehr Tomaten hier rein. Oder schauen Sie, essen Sie Kartoffeln? Auch Kartoffeln sind für viele Menschen in der Ernährung ein Problem. Deswegen nicht auf den Teller, sondern bitte weg damit. Und haben Sie vielleicht in letzter Zeit mal Chilis gegessen? Gegebenenfalls, ich erzähle Ihnen gleich, wann das keine gute Idee ist. Ab da rein. So, warum spielt das hier eine Rolle? Mein Name ist Dr. Christian Gersch, ich bin niedergelassener Arzt. Ich habe ein großes Herz für funktionelle Medizin. Das ist eine Art der Medizin, wo ich nach den Ursachen, nach den Gründen einer Erkrankung schaue. Und das bedeutet im Alltag insbesondere viel Labortests und Ernährungsmedizin. Und wir sprechen hier heute etwas an, das nennt sich eine Lektinunverträglichkeit. Die haben den Begriff Lektine vielleicht noch nicht gehört, aber rund 20% der Menschen reagieren darauf. Das heißt, wenn Sie mal Gelenkschmerzen haben, müde sind, energielos sind, wenn Sie eine Autoimmunerkrankung haben, wie zum Beispiel ein Hashimoto der Schilddrüse oder andere Autoimmunerkrankungen, Rheuma, wenn Sie Darmprobleme haben, wenn Sie Blähungen haben, Durchfälle, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann ist es ganz häufig so, dass diese Lektine eine Rolle spielen. Und wenn Sie hier einmal in meinen Abfalleimer schauen, dann sehen Sie, da sind Kartoffeln drin, das sind Nachtschattengewächse, da sind Gurken drin, da sind Tomaten drin, da sind Chilis drin. Es gehören auch noch übrigens dazu bestimmte Getreide. Es gehören dazu viele Hülsenfrüchte. Und ich möchte Sie einladen,